Ja, servus und herzlich willkommen, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir mal wieder ein VW auf der Bühne, und zwar den Passat CC, Baujahr 2012, mit der 2 Liter TDI-Maschine und DSG-Getriebe. Und zwar haben wir da folgendes Problem. Der Motor wird nicht immer warm, oder ich sage jetzt einmal so, er kommt zwar auf die 70 Grad, aber die 90 schafft er nicht immer, außer man fährt ein bisschen schärfer, sage ich mal, aber ist natürlich auch nicht immer optimal. Und gemacht wurde bereits das Thermostat, und zwar das Motorthermostat, wurde bereits getauscht und es brauchte aber nicht wirklich eine Besserung. Und ja, sagen wir, das Thema Motortemperatur ist immer noch ein Problem. Und dementsprechend schauen wir uns heute mal das sogenannte DSG-Thermostat an. Und zwar, klang ich da mal in meine Tasche rein, ist es dieses feine Teil hier. Und das schauen wir uns jetzt an, wo das genau sitzt und was das für ein Problem macht und warum auch dieses DSG-Thermostat dafür verantwortlich ist, dass die Motortemperatur nicht immer bis auf 90 Grad steigt. Ich würde sagen, ich ziehe mir schnell andere Handschuhe an oder ziehe mir erst Handschuhe an und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Das Thermostat, um das was heute geht, um das DSG-Thermostat oder auch Bypass-Thermostat genannt, liegt jetzt hier unterm Luftfilterkasten bzw. Luftmassenmesser. Das heißt, wir müssen den Luftfilterkasten jetzt als erstes mal ausbauen. Und dazu müssen wir hier diesen Schlauch, diese Schlauchstelle öffnen, den Stecker natürlich vom Luftmassenmesser abnehmen, hier diesen Unterdruckschlauch abnehmen und den Luftfilterkasten rausschrauben. Beziehungsweise der ist mit einer Schraube geschraubt und der Rest ist gesteckt. Die Schraube hier, beziehungsweise dieser Halter, den hat schon mal jemand vor mir abgebrochen. Dementsprechend ist der nur noch gesteckt. Ich würde sagen, ich lege jetzt gleich mal los und dann sehen wir eh gleich das Thermostat. Das Öffnen von dieser Schlauchschelle, das geht eigentlich entweder mit einer Wasserpumpenzange, aber meistens macht die dann im Nachhinein sehr weit auf, wenn die gelöst ist. Und da könnte man jetzt theoretisch auch diese Spezialzange nehmen. Und mit der funktioniert das ebenfalls sehr gut. So, dann legen wir das einfach auf die Seite und machen wir es wieder auf. So, und hier unten haben wir es nämlich schon und da ist nämlich unser Thermostat verbaut. Das heißt, ich muss jetzt auf alle Fälle diesen Schlauch hier und diesen Schlauch hier lösen, beziehungsweise hier vorne lösen, je nachdem wie ich es jetzt gerade mache. Damit ihr ein bisschen leichter hinkomme, werde ich hier auch diesen Schlauch vom Wärmetauscher lösen, weil dann haben wir da einfach ein bisschen mehr Luft, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das ist der nächste Schritt und jetzt geht es schon ab ans Ausbauen vom Thermostat. Wenn man natürlich wenig Sauerei machen möchte, dann wäre es vielleicht ganz empfehlenswert, wenn man den einen oder anderen Schlauch ein bisschen abklemmt. Aber das machen wir jetzt alles. Gut, dann klemmen wir den ersten Schlauch mal ab. Natürlich mit einer speziellen Kunststoffzange natürlich, damit wir den Schlauch nicht beschädigen. Und wir legen uns zusätzlich noch ein Tuch drunter, weil ein bisschen Kühlwasser wird auf jeden Fall verloren gehen. So, fürs Erste reicht das mal. Dann können wir auch hier wieder unsere Spezialzange nehmen. Da geht nämlich das mehr oder weniger wie von alleine. Jetzt haben wir nur fürs Tuch keinen Platz. So. Ultra praktische Geschichte. Dann nehmen wir hier unseren Schraubendreher und versuchen den mal ganz vorsichtig den Schlauch hier abzubekommen, ohne dass wir den kaputt machen. Das ist natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen festgeklebt. Fängt schon an, dass er sich löst. Genau.
Sieht gut aus. Jetzt. So, dann legen wir uns nochmal was unter für den hinteren Schlauch. Der muss nämlich jetzt auch noch raus. Bei so kleinen Schellen ist das auch nicht so schlimm. Bei den größeren ist es wirklich schwierig. So, dann klemmen wir mal da wieder ab. Der Druck ist jetzt schon weg, das heißt, viel darf jetzt nicht mehr kommen. Genauso ist es auch. Wahrscheinlich können wir sogar aufmachen. Jawohl, sieht gut aus. Und jetzt kommen wir eigentlich da schon zum Thermostat hin. Diese Schlauchstelle noch aufmacht und dann haben wir es schon. So, jetzt müssen wir vorsichtig hier den Schlauch ein bisschen runterbringen. Wirklich ein bisschen vorsichtig, der ist natürlich angeklebt. Dass wir nicht so richtig vorsichtig jetzt irgendwie so rausbringen, dass wir nicht beschädigen. Jetzt lockert er sich schon. So, da. Jetzt haben wir ihn schon halb herunten. Jetzt kann man normalerweise da so ein bisschen rausziehen. Jawohl. Den Schlauch bauen wir jetzt auch gleich ab. Oder dazu würde ich sagen, gehen wir zur Werkbank. So, da haben wir schon das neue Thermostat. Das legen wir uns genau wieder so hin wie das alte Thermostat. Dass wir es in der gleichen Flussrichtung wieder einbauen. Und da machen wir dann natürlich jetzt auch diesen Schlauch auf. Die kleinen Schellen gehen oft wirklich ja, sehr bequem, wie man auch zuerst gesehen hat, mit der Wasserpumpenzange. Bei den größeren Schläuchen schaut es meistens ein bisschen anders aus. Da ist dann wirklich die Schlauchklemmzange die bessere Lösung. So, auch das wieder runtergenommen. Und bevor wir jetzt das Ganze jetzt wirklich umbauen, machen wir einen kleinen Test, wie es jetzt ausschaut, was das neue Thermostat an Kühlwasser durchlässt und was das alte Thermostat durchgelassen hat. Dazu habe ich da so einen leeren Becher und da würde ich jetzt sagen, da fülle ich jetzt einfach mal Wasser rein. Und schauen wir, was unten rauskommt. So, man sieht, es tropft ganz leicht raus, ist aber absolut normal, weil es ist einfach nie hundertprozentig dicht, der hat ja auch keine Gummidichtfläche, sondern das ist eigentlich ja, Metall auf Metall oder Metall auf Kunststoff. Also so ein bisschen Durchlass ist absolut normal. Ist auch nichts Besonderes. Und jetzt schauen wir uns einmal das alte Thermostat an. Naja, ich würde sagen, da kann ich oben gar nicht schnell genug nachfüllen, wie es unten wieder rausläuft. Also das war nicht ziemlich lange geöffnet. Jetzt ist es allerdings so, dass es natürlich auch noch ein bisschen warm ist. Das heißt, der Fairness halber müssen wir jetzt noch kurz ein bisschen warten. Es ist zwar nicht mehr heiß und gar nichts mehr, also es ist eigentlich nur noch lauwarm. Aber trotzdem müssen wir jetzt kurz warten, weil nicht, dass es jetzt plötzlich heißt, na gut, du hast jetzt ein warmes Thermostat, ist klar, dass das geöffnet ist. Jetzt können wir es auch noch schnell ein bisschen abkühlen, würde ich so sagen. Kühlen wir es noch ein bisschen ab, dann muss ich nochmal zurück da. So. So, das Thermostat fühlt sich mittlerweile wirklich kalt an. Dann machen wir den Test gleich nochmal. Ja, es wird nicht anders. Auch beim kalten Thermostat wird es nicht anders. Das läuft oben fast genau, es läuft unten fast genauso schnell raus, wie man es oben reinfüllt. Also in dem Sinne würde ich sagen, ab rein das neue Thermostat. Gummischutz kommt noch drauf. Schlauch wieder drauf. Und ab zusammengebaut wird. Jetzt muss ich nur noch schnell schauen, dass ich die Schelle drauf bringe. Das ist jetzt genau das, warum eine Wasserpumpenzange nicht so optimal ist. Jetzt geht es, glaube ich, irgendwie. Ich werde wahrscheinlich gleich die Finger einzwicken. So. Jawohl. So, und ab einbauen.
Ab geht's zum Auto. Gut, dann setzt man das Thermostat hier wieder ein auf den einen Schlauch. Die Schlauchklemme da haben wir noch nicht drauf, weil vielleicht müssen wir es noch ein bisschen drehen, dass wir zum Wärmetausch schon besser hinkommen. Was ich jetzt davor noch mache, auf jeden Fall sauge ich das bisschen Kühlmittel noch auf, was daneben gegangen ist. Da sieht man nur so ein bisschen auf dem Getriebe, schwimmt noch ein bisschen rotes Kühlmittel und das sauge ich vorher noch auf. Und in umgekehrter Reihenfolge natürlich wieder einbauen, also sprich den Schlauch hier wieder draufstecken. Bisschen schwieriger. So, jetzt genau, können wir noch mal kurz hinfilmen, dass man es genau sieht. Da ist der Schlauch wieder drauf und jetzt kommt die Schlauchklemme wieder drauf und da kommt auch noch die Schlauchklemme wieder drauf. Schauen wir, wie ich vom Platz her zurechtkomme. Schauen, dass die wieder ordentlich sitzt. Genau. Und dann kommt unser erster Schlauch wieder drauf. Dann können wir jetzt das Handtuch da komplett rausnehmen. Das stört uns jetzt nur. So, sitzt drauf. Klar, Schlauchklemmzahn können wir eigentlich runternehmen. Druck ist ja keiner mehr drauf. Und dann wird der Anschluss wieder. Ah, da sind wir, glaube ich, sogar mit der Zange ganz gut zurechtgekommen, wenn ich es nur richtig im Kopf habe. So. Müssen wir nochmal richtig ansetzen. Genau. Müssen wir schon die Kurve rüberkriegen da. So, jetzt. Und locker lassen. So, hier sind unsere zwei Punkte, wo er wieder einrasten muss. Wie gesagt, die Verschraubung, die hier eigentlich drin ist, die ist weggebrochen. Aber das ist schon ja, weit vor mir passiert, also das war jetzt nicht ich. Und ja, ansonsten heißt es wieder, einfach in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Jetzt kommt unsere Spezialzange wieder zum Einsatz. Die ist nämlich für große Schellen wirklich optimal, weil wir nämlich hoffentlich hier weit genug auseinanderkommen. Oder auch nicht. Doch, geht. So, weil nämlich wir bei der Wasserpumpenzange das Problem haben, dass wir entweder eng zusammengehen müssen, dann können wir aber nicht weiter auseinander, oder wir gehen weiter auseinander, können die Klammer zwar oder die Schelle optimal nehmen, aber wir haben halt keinen großen Weg, wo wir sie wieder zusammendrücken können. Und dementsprechend bietet sich so eine Zange natürlich an, weil da habe ich jetzt eine große Spreizung und ich kann die jetzt richtig schön fast bis auf Anschlag zusammenziehen. Kann jetzt hier ordentlich positionieren und wieder ganz langsam lösen. So. Und wenn es nicht genau passt, so wie jetzt, dann ziehe ich es wieder zusammen, drehe es nochmal. So, und jetzt sieht das Ganze besser aus. Jetzt kontrolliere ich die Position der Schelle nochmal. Schaut gut aus. Kabel drauf vom Stecker vom Luftmassenmesser. Der wird hier wieder verriegelt. Unterdruckschlauch drauf. Dieser kleine Deckel kommt noch drauf. Dann fülle ich Kühlwasser nach. Und dann heißt es Probefahrt. Also in der Zeit, wo jetzt die Reparatur, sage ich mal, durchgeführt worden ist,
hat natürlich das Thermostat jetzt nochmal Zeit gehabt zum Abkühlen. Und der Vollständigkeit halber habe ich es jetzt nochmal getestet. Nein, es läuft wirklich das Wasser unten genauso raus, wie ich es oben reingefüllt habe. Und der Vollständigkeit halber nehmen wir es jetzt schnell auseinander und schauen wir uns das Thermostat noch kurz an. Dazu müssen wir die Klammer da raus da. Und dann können wir das da auseinandernehmen. Das ist ein bisschen federbetätigt, das Ganze. Und dann schauen wir uns das Ganze da mal an. Und dieser Einsatz ist unser Thermostat. Und das können wir jetzt mit heißem Wasser, also mit einem Wasserkocher, ganz gut testen, ob sich das überhaupt noch bewegt. So, dann schauen wir uns das mal an. Das Wasser kocht schon fast. Ich hoffe, dass das Kunststoffgefäß da jetzt aushält. Wird schon nicht gleich durchbrennen. So, dann legen wir uns einmal dieses Thermostat da rein. Stellen wir es einmal gemütlich rein. Ja, gut, mit reinstellen hat nicht so funktioniert, ist egal. Füllen wir mal von oben rein und dann schauen wir, ob sich was bewegt. Man sieht, das Thermostat macht auf. Kann ich eigentlich eh schon rausnehmen. So, ich kann es eigentlich schon rausnehmen. Schauen wir mal, ob es recht heiß ist. Ah, schaut ziemlich warm. So, also das Thermostat an sich hätte noch funktioniert. Schauen wir uns aber mal an, ob wir da irgendwelche Beschädigungen sehen. Also aufmachen tut es auf jeden Fall noch, aber schließen tut es nicht mehr richtig. Ich denke mal, da fehlen einfach die letzten 1-2 mm. Ich habe es eben gerade mal kurz versucht gehabt, bevor ich jetzt das Wasser warm gemacht habe, dass ich jetzt einfach mal in diese Halterung reindrücke mit der Hand ein bisschen. Und ich habe schon gesehen, es hat einfach viel Spiel. Es sind auch ein bisschen Ablagerungen drinnen. Sieht man jetzt wahrscheinlich mit der Kamera wahrscheinlich nicht so gut. Und ja, das hat einfach, ja, sage ich mal so, ja, ist einfach mit der Zeit, ich sage mal, die letzten vielleicht 1-2 mm schließen wahrscheinlich nicht mehr. Und wie gesagt, dann kommen noch ein paar Ablagerungen dazu und naja, und schon hat das Ganze Durchfluss und dann regelt das Ganze natürlich nicht mehr. Das heißt, das kalte Wasser ist ständig im Umkreis und ja, anstatt dass man einfach einmal einen kleinen Kühlkreislauf anbringt. Aber egal, jetzt ist es vorbei. Kleines Teil mit großer Wirkung. Das Ganze ist durch. Ja, so schaut's aus. Kleines Teil, große Wirkung. Kostet nur ein paar Euro. Aber naja, wie man sieht, kann das eben gerne mal zu Fehlern führen. Und ja, das Problem ist jetzt behoben. Auch bei euch wichtig, wenn ihr einen 2 Liter TDI habt oder einen ähnlichen Motor mit DSG-Getriebe, dann schaut euch wirklich auch dieses Thermostat mal an und nicht nur das Motorthermostat. Ich bin jetzt extra bei der Probefahrt ein bisschen gemütlich gefahren, also wirklich 6 Kilometer ungefähr bin ich gefahren. Gut, das Auto war ein bisschen vorgewärmt, beim Wegfahren hatte ich so circa 50 Grad Motortemperatur oder Kühlwassertemperatur. Und als ich dann in 6 Kilometer wieder zurück war, ja, hatte ich volle 90 Grad, beziehungsweise schon nach 4-5 Kilometer hatte ich die vollen 90 Grad. Und draußen haben wir ungefähr, weiß ich, knapp über 0 Grad, haben irgendwie 3 Grad oder sowas, Außentemperatur. Also es funktioniert auf jeden Fall wieder, Fehler ist behoben. Kühlwasserstand ist ergänzt, das passt wieder alles, alles soweit in Ordnung. Und in dem Sinne sage ich, ganz wichtig für euch, wenn ihr auch ein Kfz-Ersatzteil braucht, egal ob so ein Thermostat oder was anderes, schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Dort verlinke ich euch natürlich dieses Thermostat, und beziehungsweise das neue, nicht das alte, was ich jetzt in der Hand habe. Und natürlich könnt ihr auch dort andere Ersatzteile bestellen. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei, genauso wie empfohlene Werkzeuge für so eine Reparatur, ebenfalls alles in der Videobeschreibung. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und ganz wichtig noch zum Schluss, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und euch solche Videos interessieren, ja, dann abonniert den Kanal und ja, aktiviert die Glocke, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt auch gerne was in die Kommentare. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus.